Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Immer noch komplett alleine, aber schon richtig weit. Nee, wie man sieht, hier sind schon ein bisschen was mit Zement gemacht worden. Und hier haben wir schon viele Pflastersteine und haben hier schon unsere Produktion schön ausgebaut. Und waren in den letzten Folgen dabei, hier unser Außerhalb noch hochzuziehen. Was uns auch eigentlich echt gut gelungen ist, ne? Wir haben hier vieles geschafft in der letzten Aufnahme. Unter anderem auch die ersten Klingen fallen. Jetzt sollten nicht mehr so schnell die Viecher bei uns einfallen können. Sondern jetzt müssten wir eigentlich ein bisschen Ruhe haben. So, und ich würde sagen, es wird leider gerade dunkel. Das heißt, wir werden die Nacht wahrscheinlich wieder damit verbringen, zu bauen. Und, ja. In diesem Sinne ein schnurzliches Willkommen im Bausimulator 7 Days to Die. Ja. Wie weit sind wir denn hier mit dem Boden? Sind wir mit dem Boden denn fertig? Oh, wir haben sogar schon die Wand angefangen hier. Guck mal. Schaut gut aus. La 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 da da. Wie geht's euch denn so? Ich hab ja jetzt eine Woche lang nicht aufnehmen müssen. Ich weiß es also nicht. Ja, für euch war es gestern hier die letzte Folge. Für mich war es vor einer Woche ungefähr, wo ich halt aufgenommen habe. Daher weiß ich nicht mehr, was ihr alles so getrieben habt in den letzten 7 Tagen. Ich weiß nur, dass meine gute Dragomir dann irgendwie demnächst kommt und will unbedingt hier die Flugstrecken, die neuen, machen. Ich müsste aber echt dringend aufnehmen, weil morgen habe ich keine Zeit. Heute haben wir Mittwoch. Morgen habe ich keine Zeit, habe ich einen Termin nach dem Arbeiten. Freitag ist eigentlich eher so mein Nickerchen-Tag, dass ich für den Stream lange wach sein kann. Aber morgen, also für mich den Donnerstag, das wird ein sehr langer Tag. Weil erst mein Termin, der mindestens eine Stunde dauert, nach dem Arbeiten. Dann bin ich um 15 Uhr fertig, dann muss ich noch einkaufen gehen. Da bin ich wahrscheinlich dann auch erst irgendwann um 5 oder so zu Hause. Und da habe ich definitiv keine Lust mehr irgendwie noch aufzunehmen. Ja, am Wochenende ist immer schwierig, weil wir da eventuell halt auch immer spielen wollen. Also am Wochenende aufnehmen ist auch schwierig. Vielleicht kann die Gute sich noch ein bisschen gedulden. Ich werde zusehen, dass ich die 20 Minuten einhalte. So, oh, da haben wir ja fast. Haben wir es fertig. Ach, das ist so schön. Ach, das ist so schön. Ich liebe diese Nagelpistole so hart, ne? Ich will sie heiraten, diese Nagelpistole. So. Wir haben eine gute Base gebaut inzwischen. Juhu. Wir haben eine schöne, stabile Base gebaut. Ich weiß jetzt nicht, ist unten der Rand auch komplett fertig? Was ist denn? Ach, das Wasser. Ich glaube, der Rand ist auch fertig. Jo. Gut. Dann haben wir das schon mal durch. Und können dann oben mit dem zweiten Schatokwerk anfangen. Ja. Na, jetzt mach doch. Ich dachte gerade,
schon, warum falle ich nicht runter? Ich bin doch eigentlich viel zu weit vorne. Aber offensichtlich nicht. Nein, ich bin out of Dingens. Kindes, beeilt euch. Ich brauche Nachschub. Sonst fetch, nicht fetch. Fetch, 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 fetch. Habe ich denn noch welche? Nee. Aber hier haben wir wieder 1000. Schwupps. So, wo waren wir? Hier waren wir. Lalalalalala. Warum habe ich eigentlich in die Mitte auch eins gemacht? Verstehe ich nicht. Oh, da drüben fehlt wieder. La 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 la. Plong, pling, plang. Hat eigentlich jemand, wo hier vielleicht zuschaut, es schon mal geschafft, komplett seine Butze irgendwie auf Metall aufzurüsten? Oh, da ist jemand gerade gestorben in meiner Klingenfalle. Also ich habe es bis auf jeden Fall noch nicht geschafft, ohne zu cheaten wohlgemerkt. Also ne, ausgebaut auf Metall hatte ich es schon, aber da habe ich ein bisschen gecheatet, das war ein privater Spielstand. Das mache ich ja hier im Let's Play nicht. Aber hat jemand so auf normalem Wege es mal geschafft, auf auf Metall komplett abzugraden? Weil das kostet ja echt einen Arsch voll Barren, ne? Wobei, das ist, glaube ich, noch nicht mal Metall. Das ist, glaube ich, sogar Stahl. Deswegen ist das so teuer. Weil Metall würde ja vielleicht noch gehen, ne? Also, es gibt ja genug Eisenminen und so. Aber wenn du die zusätzlich halt noch auf Stahl aufrüsten musst, ist halt eine andere Sache, ne? So, geht's euch gut da unten? Sehr gut. Ja, jetzt stehen wir da und drehen Däumchen. Klicke die Klick. So. Wir haben aufgerüstet. Oh, guck mal, da hat er schon wieder über 800. Vielleicht können wir da ein bisschen warten. Dann können wir den nächsten Schwung mitnehmen. Lili, 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 lili. Platz. So, Kinders, erzählt mal was. La, 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 la. Nur noch eine Dreiviertelstunde, dann sind wir nicht fertig. Da trinke ich noch mal einen Schluck. Ich lasse den mal weiter fuhrwerken. Wer weiß, ob man die Pflastersteine im späteren Verlauf nicht noch mal irgendwie weiter benötigen. Vielleicht bauen wir uns noch eine zweite Butze irgendwo oder so. I don't Knopf. Du, 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 du.
Was für ein schönes Muster. Hab ich denn eigentlich irgendwas zu erzählen? Was? Schon wieder leer? Boah. Das ist ja Heftigkeit. Heftigkeit kennt keine Grenzen. Was eigentlich auch stimmt. Heftigkeit kennt wirklich keine Grenzen. So, was haben wir denn genug Zeug, um wieder ein paar Beete zu bauen? Ja, es geht. Ein bisschen Holz. Da haben wir das. Und ein bisschen Tiergezubbel. Na, hier müssen wir mal wieder sortieren. Mensch. So, Beete und Felder. Na, immerhin 18. Was fehlt denn? Natürlich das Nitratpulver. Ich glaube, wir müssen mal wieder Nitratpulver suchen gehen. Ich glaube, das wird mal nötig sein. Ratatatata. Rutututu. Wir müssen hier auch mal wieder das Gelumpe einschmelzen. Haben wir eigentlich hier noch irgendwas, das abgegradet werden muss? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube, hier sind wir fertig. Hoffe ich jedenfalls. So, das ist Eisen. Hier haben wir was? Zement. Gut. Achso, ich habe Zement hergestellt. Da haben wir Blei. Und da haben wir Messing. So. Neide mit. Zement. Mal, da haben wir auch schon eine ganze Menge. Oh, haben wir nicht. Können wir nicht schon was bauen? Als Dingens? Bruchstein und Zement. Sand. Zement. Und Stein. Leider fehlen ein bisschen was. Wir können also nur 1000 Zement machen. Aber besser als nichts. Aber besser als nichts. 2000 kriegen wir leider nicht voll. Aber besser als nichts. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wow, wir haben schon echt unfassbar viel angebaut. Retititi. Wenigstens ist unser Gezubbel jetzt schon mal in Sicherheit. Na? Pilze! So, wir müssen auf jeden Fall anbauen. Ganz dringend. Trinken. Das ist Medizin. Trinken und Co. brauchen wir auch. Für die Pilze brauchen wir natürlich den Lehm. Ich würde sagen, wir verballern mal eben. Bis auf die Maissamen, da haben wir genug. Ich glaube mich zu erinnern, dass die längste Reihe 23 war. 21, 19 und 17. Also ein Privatspielstand. So viel brauchen wir, um eine Reihe voll zu machen. Das heißt, Mais, wenn wir halt keine brauchen. Aber ich muss noch mal ordentlich durchzählen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wir werden auf jeden Fall erstmal
erstmal hier die Fressalien anbauen. Puhhilze. Oh, ich habe die Pilze noch gar nicht gelernt. Oh. Okay. Okay. Goldrude. Heidelbeeren. Die habe ich auch noch nie freigeschaltet. Na, sauber. Ach, das, was jetzt kommt, habe ich alles nicht frei. So, wichtig. Kartoffeln habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall Mais. Der kommt aufs größte Feld, weil da brauchen wir Maismehl. Wir brauchen... ja. Ne? Wir brauchen oft Maisbrot und Co. Dann nehmen wir Kürbisse und Kartoffelis. Ach, jetzt habe ich die Kürbisse genommen statt die Samen. Ich heust. 1, 2, 3. Und wir brauchen die Heidelbeerlis. Die kommen ganz unten. So. Dann haben wir hier ein paar Pilzli. Komm hier hin. Und dann machen wir auf der Seite jetzt mal Le Trinken. Goldrudentee ist ganz gut und ganz gesund. Yoga ist als Smoothie ganz gut und ganz gesund. Nicht kaputt hauen. Bist du denn des Wahnsinns? Was haben wir denn sonst? Wo sind denn die? Ach so. Das, ja, da kommt jetzt noch das Letzte. Dann bauen wir halt mal schon den Kaffee an. Kaffee ist nämlich auch gut und gesund. Ja, gut gemacht. Die Chrysanthemen. Dann machen wir mal hier noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, hier wäre es auch ganz gut. So. Ups. Und dann haben wir hier die Chrysanthemen. Und ja, ja, zur Not. In meiner Not können wir halt mal die Goldruten. Die müssen wir eh kaputt hauen, sobald sie da sind. Von daher alles tut die. Wir schlagen die sowieso kaputt und müssen die dann neu pflanzen, wenn es fertig ist. Also von daher kann man hier erstmal ruhig überall hinbauen, wo Platz ist, damit man alles schön nutzt und viel Sachen kriegt. Ganz wichtig. So, sehr gut. Dann haben wir das gemacht. So, sehr gut. Oh, nein. Hier. Was sagt denn unser Essen und Trinken? Oh ja, sollten wir vielleicht mal wieder... Oh, oh, was sehe ich denn da? Ich habe ganz viel Wasser. Huch. Ganz viel Wasser. Da sollten wir vielleicht auch mal was machen. Goldrute, Chrysantheme. Hab ich denn Yucca? Die Chrysantheme. Oh, wir brauchen wieder Holz. Hiha, Holz. Einmal Goldrude, einmal Rodertee und einmal Yucca. So. Weil ich glaube, dass was bei uns momentan am knappesten ist,
ist tatsächlich das Wasser. Oh, es ist hell. Juhu. Dann können wir bald los. Können wir aber schon mal was trinken und noch was essen, bevor das wir losmachen. Oh ja, Futter brauchen wir auch dringend. Ich glaube, ich gehe noch mal schauen, ob ich noch was kochen kann. Blaubeerkuchen. Oh, Fischtacos. Nehmen wir mit. Gemüseeintopf, Kürbiskuchen, Wildbret, Steak und Kartoffeln. Oh, da können wir viel machen. Speck mit Eiern. Oh, Schamsuppe. Die Schamsuppe nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Blaubeerkuchen. Was haben wir noch? Steak mit Kartoffeln. 23. Was habe ich beides zufällig? Nee. Wildbret 50. Und das Steak, war das auch 50? Ich weiß das gar nicht mehr. Steht hat leider nichts mit bei. Das ist echt doof. Kartoffel, Mais, Fett, Wasser. Ah, und da brauchen wir aber die Pilze. Mais, Fett und Wasser. Ach, für den Eintopf brauche ich Wasser. Okay. Ich glaube, dafür ist uns momentan das Wasser noch zu heilig. Deswegen machen wir mal die Steaks. Ich glaube, das ist besser. So, dann würde ich sagen, ich warte jetzt ab, bis zumindest die Fischtacos fertig sind. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, tschüss.